Ja, herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich nun mit Ihnen sprechen möchte über das Thema der Sonne. Wir hatten ja das letzte Mal diese Unterscheidung von Licht und Schatten anhand von Sonne und Saturn. Und jetzt wollen wir uns auf die Sonne fokussieren und hier gleich mal die wichtigste Botschaft vorweg, denn die Sonne steht im vedischen Horoskop für die Seele des Menschen. Und das Thema der Seele ist ja etwas, worüber wir relativ wenig sprechen in unserer materiellen Gesellschaft. Gleichzeitig ist es aber so, dass das, was wir im Wesentlichen sind, was unsere Essenz ist, ist ja nicht dieser Körper, sondern das ist unsere Seele. Und speziell mit der Sonne, im vedischen Horoskop ist es so, dass diese die Seele als Ganzes repräsentiert. Was ist damit gemeint? Das muss ich jetzt ein bisschen erklären, damit das verständlich wird. Ja? Es gibt, ich sage jetzt mal aus Sicht der vedischen Philosophie, aus Sicht des vedischen Verständnisses, es gibt die Überseele, ja, oder die höchste Seele oder die Allseele oder den Spirit oder Gott, ja, den Allmächtigen. Das nennt man den Paramatma. Ich übersetze es mal mit der Überseele, ja. Und dann gibt es den Teil dieser gesamten Seele, was Gott ausmacht, und dieser Teil der Seele, dieser kleine Tropfen aus dem göttlichen Ozean, aus dem Meer des Allbewusstseins, der ist auch in uns drin. Und damit steht die Sonne, ja, sowohl für den Teil der göttlichen Seele, die in uns ist, aber auch für den Teil der Seele, der sich vom Göttlichen scheinbar in Anführungsstrichen getrennt hat. Also so sind zwei Seelen in unserer Brust, ja? Die individuelle Seele, die sich getrennt hat aus dem Ozean des Allbewusstseins, und die Überseele, die sozusagen die gesamte Seele oder das Allbewusstsein repräsentiert. Ja, es ist schwer, das in Worten zu fassen, aber das bedeutet jetzt Folgendes: Die Sonne im vedischen Horoskop zeigt deshalb an, wie gut wir Menschen, je nachdem wie ihre Qualität ist, mit unserer Seele oder mit dem Göttlichen verbunden sind. Und je mehr oder je besser wir mit unserer Überseele, mit dem Göttlichen verbunden sind, ja, was automatisch bedeutet, dass wir mehr im Licht sind, ja, und schon aus der Dunkelheit weiter heraus sind, umso erfüllter, umso schöner, umso beständiger, umso vitaler, umso glücklicher und so weiter ist unser Leben. Jetzt bedeutet das, dass wir dadurch, wenn wir die Qualität oder die Position der Sonne in unserem vedischen Horoskop analysieren, feststellen können, wo wir da stehen in unserem Weg, diese Trennung, die wir auch erfahren, wieder überwinden zu können, wieder mehr ins Licht kommen zu können. Denn es geht darum, dass ja dieser Tropfen, ja, der sich aus dem Meer des Göttlichen entfernt hat, sprich der individuelle Teil der Seele, der in uns wohnt, wieder verbindet mit der Überseele, also mit dem Allbewusstsein, mit Gott, um dadurch wieder eins zu werden. Ja, das ist ja ein wesentlicher Punkt in der vedischen Tradition, dass es wieder um die Herstellung der Einheit geht, die Verbindung mit dem Göttlichen. Wobei ich sagen muss, es ist eigentlich nicht nur etwas, was in der vedischen Tradition
eine Rolle spielt oder in der vedischen Religion wichtig ist, das finden wir genauso in allen anderen Weltreligionen. Denken Sie nur auch an die christliche Kultur. Ne? Da sagt ja auch, meinetwegen Jesus Christus, ich und mein Vater sind eins. Ja? Oder das Wort Religion bedeutet wieder verbinden. Religare aus dem Lateinischen. Und das indische Wort Yoga bedeutet auch Verbindung. Also es geht um Verbindung. Und die Sonne zeigt jetzt an, wo wir mit unserer Entwicklung uns wieder mit dem Göttlichen zu verbinden, was ja das Ziel der Menschwerdung ist, wo wir da stehen, was für unsere Entwicklung förderlich ist, aber was auch hinderlich ist und was es gilt zu überwinden. Und dadurch, ja, ist es sehr, sehr interessant, wenn man sein vedisches Horoskop eben studiert und die Sonne in ihrer Position und in ihrer Qualität näher analysiert, denn dadurch kommt mehr Licht auf den Lebenspfad, wie er gegangen werden sollte. Denn bevor wir da darauf eingehen, ja, wie man die Sonne analysieren kann, es ist so, dass das Ziel der Menschwerdung die Selbsterkenntnis ist und die daraus resultierende Gotteserkenntnis. Das ist das Ziel oder der Sinn, der höchste Sinn des menschlichen Lebens. Da führen viele Stufen natürlich vorab dorthin, aber in der letzten Konsequenz ist das das höchste Ziel der Menschwerdung. Und mit Selbsterkenntnis ist gemeint, dass wir uns erstmal selbst erkennen müssen. Was ist darunter zu verstehen? Mit Selbsterkenntnis ist erstmal zu verstehen auf einer niederen Stufe, dass wir verstehen, wo sind unsere Stärken, wo sind unsere Schwächen und welche Schwächen müssen wir überwinden lernen, wo müssen wir besser werden, damit wir die Blockaden, die auf unserem Weg ins Licht stehen, damit diese entfernt werden. Ja? Oder damit man zumindest mit ihnen lernen kann, mit diesen inneren Dämonen umzugehen, ja? Damit eben nichts mehr im Licht steht und wir weiter lichtwärts schreiten können. Ja, wir sind ja Kinder Gottes und da geht es ja wieder darum, in unsere wahre Heimat zu unseren himmlischen Eltern wieder zurückfinden zu können. Das ist der vedische Weg. Übrigens auch identisch mit dem religiösen Weg anderer Kulturen, wenn man das direkt mal vergleichen möchte. Und jetzt ist es eben hier so, dass also diese erste Stufe der Selbsterkenntnis, da wird man mit Problemen konfrontiert im Leben, bestimmte Lebensgebiete laufen nicht so und man merkt, man muss etwas verändern, dann entdeckt man seine Schwächen, man beschäftigt sich mit sich und dann weiß man, oh, ich habe die Untugend, meinetwegen Gier oder verhaftet sein oder Egoismus oder unwahrhaftig sein oder Suchtprobleme oder Angstprobleme oder was weiß ich, was es ist, aber das hilft nichts, deswegen sind wir hier und deswegen gilt es, diese Dinge dann zu bearbeiten. Aber das sind nur Voraussetzungen auf dem Weg, um Selbsterkenntnis zu erlangen. Das heißt, die Erkenntnis von dem Selbst zu erlangen. Was ist damit gemeint? Also Selbsterkenntnis ist einmal diese Persönlichkeitsentwicklung, die ich gerade gesagt habe, aber dann auch, ja, dass wir uns selbst als Seele erkennen. Und das ist ein Prozess, der dann auch in Richtung Spiritualität geht und in Richtung Meditation und wo es nicht nur um das Verstehen mit dem Kopf geht, sondern das sollte sich dann auf einer inneren Schau gründen, wenn man eben zurückgezogen in der Meditation ist und sich auf das eigene innere Universum konzentriert. Das ist mit Selbsterkenntnis gemeint, die höhere Form der Selbsterkenntnis. Warum müssen wir uns selbst erkennen oder uns selbst sogar als Seele erkennen können? Nun, der weitere Grund ist der, dass ja nach der Selbsterkenntnis noch eine weitere Wachstumsstufe kommt und das ist die Gotteserkenntnis. Das heißt, die Verwirklichung von Gott im Menschen. Dass diese vermeintliche Trennung aufgehoben wird, die mystische Hochzeit, ich und mein Vater sind eins. Ja? Und das setzt voraus, dass wir
aber die Überseele oder die höchste Seele oder den Paramatma oder Gott nur dann erkennen können, wenn wir uns zuvor selbst als Seele erkannt haben. Warum ist das so? Nur Gleiches kann Gleiches erkennen. Also nur wenn wir uns zuvor auf der Ebene der Seele erkannt haben, können wir auch die Überseele oder die Allseele oder Gott im Inneren schauen. Und Religion hat deswegen nichts zu tun oder der spirituelle Weg oder der vedische Weg mit reinem Glauben nur oder irgendwas lesen aus den Büchern, sondern das hat damit zu tun mit der lebendigen Erfahrung der eigenen Seele und dann der anschließenden Erfahrung des Göttlichen im eigenen Inneren. Und um dann, wenn man diesen Zustand erlangt, nach so und so vielen Inkarnationen, wenn dieses Wachstumsziel erreicht ist, als bewusster Mitarbeiter am göttlichen Plan an der Verbesserung der Welt mitzuwirken. Aber gut, wir wollen es jetzt nicht, das sind natürlich hohe Ideale und Riesenziele und das geht halt nicht in einem Leben, das baut alles aufeinander auf und wir sind alle auf dem Weg und keiner ist da irgendwo mehr oder weniger, sondern das sind alles Prozesse und wir alle, letztlich strebt alles ins Licht. Ja? Nehmen Sie von mir aus die Flamme der Kerze, die brennt nach oben, ja, und nicht nach unten. Und wenn Sie in der Nacht ein Licht anmachen, dann fliegen die Insekten aufs Licht. Alles strebt ans Licht. Ja? Und so ist die ersten Schritte, ja, und das, da hilft ja die Astrologie unglaublich viel, ist, dass wir erst einmal im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung, die zu machen ist, lernen, welche Blockaden sind da auf unserer Reise ins Licht, ja, weil erst dann können wir im nächsten Schritt unser wahres Selbst, uns als Seele selbst erkennen. Das ist dann der zweite Teil der Selbsterkenntnis, ne? Und dann erst ganz das höchste Ziel, eben die Gottesverwirklichung. So, und deswegen ist es interessant, die Sonne zu analysieren, denn die in ihrer Qualität verrät uns, wo etwas zu verändern ist. Und da möchte ich Ihnen jetzt einfach ein paar Impulse geben. Ja? Das sind Hinweise, die man durch andere Techniken noch verifizieren müsste. Ja? Aber es gibt schon mal Anhalte. Okay? Das sind nie absolute Aussagen, weil nochmals, wenn man das individuelle Horoskop hat und dann wieder würden sich durch andere Techniken diese Aussagen wiederholen, dann sieht man, dass man hier schon relativ sicher etwas behaupten kann. Und so sage ich Ihnen jetzt mal was zu den Zeichenpositionen der Sonne und zu den Hauspositionen, und zwar wo sie gut gestellt ist, wo sie mittelmäßig gestellt ist und wo sie ungünstig gestellt ist. Was bedeutet es, wenn die Sonne gut gestellt ist? Wenn die Sonne gut gestellt ist, dann sind sie jemand, der oder die schon mehr in Richtung Licht unterwegs ist, die schon eine Person, die schon mehr inspiriert ist durch die Führung von innen. Dann sind sie ein Mensch, der schon mehr mit seiner Seele verbunden ist und mehr auf diese innere Führung hört und sich auch selber deswegen mehr vertraut. Dann hat man auch mehr Selbstvertrauen, ja, mit einer guten Sonne. Deswegen ist immer die Frage, was bedeutet eigentlich das Wort Selbstvertrauen? Ja, mehr Vertrauen in das Selbst. Ja. Und was ist das Selbst? Ne? Das ist dann wieder so eine interessante Frage. Dann kann die Sonne durchschnittlich gestellt sein. Dann liegt es halt im durchschnittlichen Maße vor. Dann ist es jetzt weder hinderlich noch förderlich. Und dann gibt es aber auch Zeichenpositionen. Hier muss man noch durch Schwierigkeiten durchgehen. Das ist der leidvollere Weg, weil die Sonne in Zeichen ist, die schwierig sind. Das Gleiche gilt für Hauspositionen. Hier gibt es gute Hauspositionen, mittlere Hauspositionen und schlechte Hauspositionen. Ist die Hausposition gut, dann sind Sie schon mehr mit Ihrer Seele verbunden, inspiriert, von innen geführt, mehr in Richtung Licht unterwegs, kraftvoll und inspiriert und mutig und nach vorn gerichtet.
Oder sie ist durchschnittlich, dann liegt es eben jetzt so vor, dass es sie zwar nicht behindert, aber auch nicht groß unterstützt. Ist die Hausposition ungünstig, dann müssen sie erst noch durch gewisse Rückschläge gehen, gewisse Probleme abtragen oder Enttäuschungen hinnehmen, Opfer erbringen, Verluste realisieren, um über diesen Weg mehr zu sich und zu ihrem wahren Selbst und in der letzten Konsequenz zu Gott finden zu können. Jetzt ist ja die spannende Frage, ja, wann ist denn die Sonne gut gestellt und wann nicht? Wir beginnen mit den Zeichen. Die Zeichen sind ja Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische. Die Sonne hat ihre beste Position im Zeichen Widder. Ja, wenn Sie das Sonnenzeichen Widder haben, das ist die beste Position. Darin ist die Sonne erhöht. Auch gut ist die Sonne, wenn sie im Zeichen Krebs oder im Zeichen Löwe ist. Da ist sie auch gut darin. Und die Sonne ist auch gut, ja, die Sonne mag mehrere Positionen, wenn sie im Zeichen Schütze oder Fische ist. Und die Sonne ist auch gut, wenn sie im Zeichen Skorpion ist. Da fühlt sie sich auch noch ganz wohl, sage ich jetzt mal. Sie merken schon, das sind die jupiterischen Zeichen, Schütze, Fische. Das sind die marsianischen Zeichen, Widder und Skorpion. Und die Zeichen des Mondes und der Sonne selber, also Löwe und Krebs. Wobei es hier noch Abstufungen gibt. Das Beste ist also der Widder. Danach kommt das Zeichen Löwe. Und dann auf einer Stufe, aber immer noch gut, sind eben Fische, Schütze und der Skorpion. Aber Widder ist das Beste. Dann kommt jetzt eine Durchschnittsposition. Und diese Durchschnittsposition ist, wenn sich die Sonne in einem merkurischen Zeichen befindet, sprich in der Jungfrau oder in den Zwillingen. Das ist jetzt weder hinderlich noch groß förderlich. Ja, das verleiht einem gewisse Eigenschaften und Besonderheit in der Persönlichkeit, aber das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie ein Kick ist, groß nach vorn. Und es ist auch nicht so, dass es ein Hindernis ist. Nun kommen wir zu den Positionen der Sonne, die nicht so gut sind. Die Position der Sonne in den Saturnzeichen, das ist Wassermann und Steinbock, ist für die Sonne problematisch. Jetzt hat die Sonne eben zu kämpfen mit Ängsten, mit Depressionen, mit Verzögerungen, mit Unsicherheiten, mit karmischen Lektionen, mit Gefühlen der Getrenntheit, ja, und mit mangelndem Selbstvertrauen, ja, man erfährt sich, der Weg zu sich selber geht halt mehr durch Schwierigkeiten. Vielleicht auch hartes Arbeiten, ja, oder auch durch gewisse Unfreiheiten, die man im Leben erfahren muss. Ja, das ist halt Saturn. Saturn, wenn ein Zeichen regiert, ja, Saturn steht für Unfreiheit, haben wir im letzten Video gehört. Jetzt ist da die Sonne darin. Dann hätte der Mensch ganz gern was anderes, muss aber irgendwie da trotzdem durch, ja, weil er da gar nicht so raus kann, wie er will. Und dann gibt es noch die venusischen Zeichen, wenn die Sonne also in der Waage ist oder im Stier ist. Auch das sind schlechte Positionen für die Sonne, wobei die schlechteste Position überhaupt ist die Waage. Wenn die Sonne in der Waage ist, da ist die Sonne erniedrigt, da ist sie gefallen. Warum? Wenn die Sonne in der Waage ist, dann ist der Mensch, das ist also genau das Gegenteil vom Widder, ne? Wenn die Sonne in der Waage ist, dann ist der Mensch zu stark beeinflusst durch andere, hört zu stark auf die Gesellschaft, wo der Mainstream hingeht, was die anderen machen, rennt mit der Masse mit und wird vertraut seinem eigenen Inneren viel zu wenig, ist beeinflussbar, manipulierbar. Und wenn die Sonne im Stier ist, ja,
Dann spielen noch zu stark äußere Themen vielleicht eine Rolle oder materielle Dinge eine Rolle oder Genuss eine Rolle oder Süchte eine Rolle. Ja. Das kann vielerlei Sachen haben, aber die Dinge blockieren noch zumindest in irgendeiner Weise. Ne? Beim Stier ist von mir aus Besitz noch zu wichtig oder Essen noch zu wichtig. Man haftet noch an äußere Dinge irgendwie an, weil eigentlich ja der Prozess ein innerer wäre. Wir halten also nochmal fest. Beste Position der Sonne im Widder. Auch gut sind noch Löwe, Krebs, dann Fische, Schütze und Skorpion. Mittelmäßig Jungfrau, Zwilling. Dann nicht gut, also ungünstig ist Wassermann, Steinbock und Stier. Und am schlechtesten ist die Waage. Deswegen die Waage, ne, die wird ja auch so dargestellt mit einer Beule nach oben. Also hier leidet die Seele schon richtig. Und jetzt will sie ausbrechen aus diesem Gefängnis, weil sie merkt, da stimmt was nicht, da muss sie was verändern. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich habe die Sonne in der Waage. Habe ich ein kleines Geheimnis verraten am Rande. Man darf das aber nie immer verwechseln mit Aszendent Waage. Wir reden jetzt über Sonne in den Zeichen, okay? So. Das waren die Zeichenpositionen im Schnelldurchlauf. Könnte man viel mehr sagen, aber wir wollen ja einfach hier Kurzbotschaften setzen. Deswegen jetzt noch die Hauspositionen. Hier sehen Sie ein vedisches Horoskop in der nordindischen Chart-Darstellung. Wenn Sie Ihren Chart erstellen, ja, für das Horoskop, dann wählen Sie bitte auf der Seite aus, die Sie auf meiner Webseite können Sie ja Ihren Chart gratis erstellen. Dann wählen Sie bitte die nordindische Variante. Dann haben Sie hier diesen Diamantchart. Und da gibt es Häuser, die sind für die Sonne gut. Dann gibt es Häuser, die sind für die Sonne durchschnittlich. Und dann gibt es Häuser, die sind für die Sonne schlecht. Also, die guten Häuser sind für die Sonne. Und da geht es jetzt nicht um die kleinen Zahlen, sondern die sind diese großen Kacheln. Das sind die Häuser, das sind die Plätze, wie die Sonne positioniert ist. Nicht nach den Hauspunkten oder Häuserspitzen schauen. Es geht um Position. Also das ist die erste Position, der Aszendent, das ist die zweite Position, das ist die dritte Position, das ist die vierte Position, das ist die fünfte, die sechste, dann gegenüber dem Aszendenten ist die siebte, dann hier ist das achte. Das ist das neunte, das ist das zehnte, das ist das elfte und das hier oben ist das zwölfte. Also nicht nach den kleinen blauen Zahlen gehen, sondern einfach abzählen entgegen dem Uhrzeigersinn die 12 Häuser. Welche ganzen Häuser, welche Positionen sind jetzt gut? Gut sind das erste, das vierte, das fünfte, das siebte, das neunte und das zehnte Haus. Das sind gute Positionen für die Sonne. Hier hat die Sonne mehr Kraft, kann mehr günstige Dinge bewirken. Sie sind mehr mit ihrer Seele verbunden. Sie sind mehr inspiriert. Sie sind standfester, beständiger. Sie haben mehr Selbstvertrauen. Und jetzt sehen Sie schon, das können Sie jetzt auch kombinieren, ja, mit dem, was ich Ihnen vorher gesagt habe. Weil wenn Sie jetzt vorher gesehen haben, oh, meine Zeichenposition ist gut und meine Hausposition ist auch gut, ist Ihre Sonne schon wieder besser. Okay? Dann haben Sie durchschnittliche Hauspositionen. Das ist das zweite, das dritte und das elfte. Okay? Diese Positionen sind jetzt so, oh la la, sage ich jetzt mal. Okay, also nicht groß förderlich, aber auch nicht groß hinderlich, ja? Und dann gibt es die schlechten Hauspositionen, die die Sonne behindern. Das ist das sechste, das ist das hier unten, wenn die Sonne dastehen würde jetzt. Oder das achte, das wäre, wenn die Sonne in diesem Kästchen stehen würde hier. Oder das zwölfte Haus, das ist das Haus vorm Aszendenten. 6, 8, 12. Steht Ihre Sonne im sechsten Haus? Dann hängen Sie vielleicht im Alltagstrott fest, ja, in der Normalität oder durch Ihren Alltag kommen Sie zu wenig dazu, Ihrer Seele Nahrung zur Verfügung zu stellen oder gesundheitliche Probleme behindern Sie, dass Sie sich mehr um Ihre Seele kümmern, um Ihre Verbindung mit der Überseele kümmern oder Feinde, ne, sechstes Haus steht auch für Mobbing und Feinde.
sind Ursache dafür, dass sie nicht zu ihrer Verbindung kommen mit dem Göttlichen, ja, oder dass das verzögert geht oder mit Schwierigkeiten oder mit Hindernissen einhergeht. Steht die Sonne im achten Haus, das ist hier, wäre das, dann können schwere Rückschläge, die Rückwirkungen von großen Sünden, die sie zu größerer Transformation zwingen, Ursache dafür sein, warum sie nicht vorwärts kommen auf ihrem Weg so, wie sie sich's vielleicht wünschen. Oder Süchte können eine große Rolle spielen oder Skandale, in die sie verwickelt werden. Das achte Haus ist das schwierigste Haus, es ist das schmerzhafteste Haus, steht auch für Unfälle oder auch für schwerere Krankheiten. Müssen nicht. Gell? Wir haben immer gesagt, man muss es dann verifizieren, auch noch durch andere Techniken, aber es ist zumindest schon mal ein Hinweis, dass da eine Hürde da ist mit dem achten Haus. Wir wollen nicht, dass die Sonne im achten Haus steht. Oder die Sonne steht im zwölften Haus. Wenn die Sonne im zwölften Haus ist, dann muss man erst noch einiges loslassen. Man muss noch sie von Ballast befreien, Verluste realisieren. Man muss vielleicht noch Opfer erbringen, ja, damit man dann doch zu sich am Ende finden kann. Aber man wird vielleicht kein großes Glück haben mit Anlagen oder man wird öfters Trennungserfahrungen und Verlusterfahrungen machen im Leben. Naja, weil erst noch ja einiges von ihnen getrennt werden muss, ehe sie mehr zu sich kommen können. Sie sehen also, das sechste, achte und zwölfte Haus ist der schwierigere Weg. Und jetzt können Sie die Zeichenposition und die Hausposition zusammenführen. Jetzt haben Sie dann schon zwei Kriterien, anhand der Sie die Qualität Ihrer Sonne überprüfen können, um schon mal mehr zu sehen, wie weit haben Sie sich denn schon im vergangenen Leben lichtwärts vorwärts gearbeitet, um zu einer besseren Verbindung mit Ihrer Überseele zu kommen, mit Ihrer Quelle zu kommen, oder sind Sie durchschnittlich unterwegs oder sind Sie weniger durchschnittlich unterwegs. Ja? Also hier zum Beispiel würde die Sonne jetzt im Widder stehen und im zehnten Haus, wie hier in dem Beispiel, ist ja super. Ne? Zehntes Haus, gute Position, Widder, super Platz, passt. Ja? Würde jetzt, sagen wir mal, die Sonne, sagen wir mal, jetzt hier, wenn ich das mal weiterklicke, Sie sehen schon, jetzt steht sie im achten Haus, ist aber im Widder. Haben wir ein gutes und ein schlechtes, dann wäre es durchschnittlich, ja. Und würde die Sonne aber jetzt meinetwegen im Zeichen Stier stehen und im achten Haus, Stier ist schlecht, achtes Haus ist auch schlecht, dann wird der Weg schwieriger. Okay, das war mal ein kleiner Ausflug in die Deutung. Da können Sie Ihren Chart checken. Gibt natürlich noch viel mehr Kriterien, wie man die Sonne überprüfen kann mit der vedischen Astrologie. Wenn Sie hierüber mehr wissen wollen, kann ich Sie nur einladen, tragen Sie sich ein in meinen Newsletter, die sogenannten vedischen Astro-News. Dazu befindet sich unterhalb des Videos ein Link, wie Sie sich registrieren können, um einmal monatlich dabei zu sein in meinem Gratisversand des Newsletters, wo es um Techniken, Deutung von Weltereignissen, die Planetenstände für den Monat und vieles mehr geht. Und als Dankeschön bekommen Sie dann auch oder bekämen Sie dann auch als Teilnehmer der Selbsterkenntnisreise und weil Sie sich in mein Newsletter eingetragen haben, ein vergünstigtes Angebot für den Beitritt zur Schule. Ja, falls Sie die interessiert, dass Sie an meiner vedischen Astrologieschule, die ja online ist, die vedische Astrologie erlernen wollen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann macht es trotzdem Sinn, sich im Newsletter einzutragen, weil da ja immer spannende Sachen dabei sind. Und wie Sie auch Ihren Chart errechnen können, Ihr vedisches Horoskop mit den richtigen Hauspositionen, also nordindische Darstellung bitte, auch dazu befindet sich unterhalb des Videos ein Link. Okay, ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen inspirieren, Ihre Sonne, Ihre Verbindung zur All mächtigen Kraft, Ihre Verbindung zur Quelle, Ihre Verbindung zu sich selbst etwas mehr analysieren zu können, sich das hier dann auch mal in Ihrem eigenen Horoskop oder auch für andere anschauen zu können.
Jetzt geht es dann weiter. Nach diesem Video ist die Bruni wieder dran. Wir haben uns erst wieder übermorgen, wenn die Bruni und ich wieder gemeinsam vor die Kamera treten. Bis dorthin. Vielen Dank.